Gennaro, was ist das schon wieder zu Matze, ne? Ich weiß, dass du bekommst die Blähungen, ne? Aber das ist kein Grund, den Fenchel nicht zu kochen. Vielleicht wollen die anderen Leute, die uns zuschauen, diesen Risotto mit den Fenchel essen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lorenzos Kuchengerüchte. Wir machen heute einen Risotto mit Fenchel. Viele Leute essen das nicht gerne oder nicht oft, weil sie nicht wissen, was sie das machen sollen oder weil sie nicht mögen. Aber ich mache heute damit einen Risotto und peppe ihn mit ein bisschen von der Orange auf. Zeige ich euch, was man dazu braucht. Natürlich brauchen wir den Fenchel. Für zwei Personen werde ich etwa die Hälfte nehmen von einer großen Knolle. Eine halbe gehackte weiße Zwiebel. Wie immer für meine Risotto den Parmesan. Weil wir verwenden nur die Schale, brauchen wir eine Bio-Orange. Ein Glas Weißwein. Etwas Gemüsebrühe. Und eine Tasse Reis. So habe ich alle Zutaten und dann kann das eigentlich schon losgehen. So, den Zwiebel habe ich schon vorher klein gehackt und jetzt müssen wir noch den Fenchel aufschneiden. Habe ich den Kern schon entfernt und das Fenchel grün oben zur Seite gelegt und ich schneide das jetzt einfach in kleine Streifen. So, dann geben wir wieder Gas in die Heizung, holen das Olivenöl. Wenn das Öl warm wird, geben wir hinein den Zwiebel. Und dann können wir auch sofort den Fenchel dazugeben. Könnt ihr ihn auch kleiner schneiden, wenn ihr wollt. Ich habe mich heute für die Streifen entschieden. So. Für die Leute, die gerne auch die Knoblauch essen, könnt ihr auch hineingeben die Knoblauch, das ist gar kein Problem. Dann können wir schon eine Reis dazugeben. Löschen wir das jetzt mit dem Weißwein. Habe ich zum Glück noch mehr von den Beinen in die Kühlschranke. Lassen den Alkohol kurz verdunsten und beginnt das Spiel mit der Gemüsebrühe. Schütten wir etwas nach, rühren es ein, schütten nach, rühren ein. Ihr kennt das alle von meinen anderen Risotti. Dann geht es los. Und schön einrühren. Das war fast schon etwas viel, ne? Dann reduziere ich etwas von dem Gas. Nächste Runde. Ich habe es zwar vielleicht schon mal in einem anderen Video gesagt, aber solltet ihr immer schauen, dass ist die Brühe noch etwas warm. Wenn ihr nehmt eine ganz kalte, eiskalte, dann kühlt ihr die Temperatur von der Risotto hinunter. Es dauert wieder, bis es anfängt zu kochen und ist insgesamt nicht sehr gut. Und nicht auf das Rühren vergessen. Immer fleißig rühren. Muss ich das nicht machen die ganze Zeit, aber ja, ab und zu, häufig, immer wieder. Du sagst, der ist zu fruchtig für die Risotto? Kann ich jetzt nicht sagen, müssen wir probieren nachher. So. Oh, ich sehe nichts mehr. Das sieht schon sehr gut aus. Geben wir den letzten Schluck von der Suppe hinein. Rühren das nochmal schön durch. Geben die Parmesankäse dazu. Das schmeckt schon gut. Nehmen wir ihn jetzt von den Herd und lassen ihn noch ein bisschen stehen, ein, zwei Minuten. Wenn ihr wollt und habt, könnt ihr sicher einen Löffel Mascarpone noch hinzugeben. Macht sicher auch einen sehr guten Geschmack. Ich mache jetzt noch ein bisschen Pfeffer hinein. Geben wir etwas von Risotto in die Teller und unsere Orange. Raspeln ein paar Zeste ab. Dann nehmen wir die Zeste. Und verteilen sie. Die Orangenschale hat einen sehr bitteren Geschmack. Ist ja nicht jedermanns Sache. Ihr könnt die Orange natürlich weglassen, kann euch niemand daran hindern. Ich finde aber, die Orange macht hier die Besonderheit aus und deswegen würde ich es nicht weglassen, sondern lieber eine andere Risotto machen vielleicht. Musst du hier entscheiden, ne?
nehmen wir noch etwas von die Fenchelgrün. Oh, das sieht aber sehr cool aus. So, und weil es mich juckt, machen wir auch noch Folgendes. Nehmen wir eine Peperoncino. Wenn ihr habt, einen frischen, auch nicht schlecht. Und geben den auch noch hinzu. So, als kleinen Fartklecks noch. Leute. Oh, sieht das nicht wieder lecker aus. Ist wieder ein sehr schnelles Gericht. Schaut super aus, schmeckt wirklich gut, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ist halt so. Und ich werde das jetzt endlich essen und ihr solltet abonnieren nicht vergessen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder zwei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video von Lorenzos Kuchengerüchte. Ciao! Und? Gut, oder? Dai, oh, denaro, dai, metti da cucca. Dai, trasfinto, raus, 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 raus. Gettino di padre, zinne, la vanitti di cucca, oh. Ah, mande, dice mande, mande.